Recht herzlich willkommen zu Xbox View TV. Heute übernehmen die dunklen Mächte, denn wir haben für euch The Darkness 2 getestet und liefern euch nun die besonderen Merkmale des netten Shooters. 2 Jahre ist es her, dass Jackie die Mächte der Finsternis eingesetzt hat, um die Männer zu töten, die seine Freundin ermordet haben. Doch die Erinnerung lässt ihn nicht los. Und plötzlich, ein Anschlag auf Jackies Leben läutet einen gewaltigen Mafiakrieg ein. Für die Finsternis öffnet sich Tür und Tor. The Darkness 2 schickt uns direkt durch die Hölle, um die Geheimnisse hinter dem Attentat und die Motive der Finsternis zu lüften. Zum Gameplay kann man so viel sagen. Man kämpft sich durch einen Haufen Gegner mit Hilfe von Waffen und den Darkness-Clown. Diese sind alle aufwert- und modifizierbar. Lichter sind überall verteilt und genau das ist das Problem. Dass unser guter Jackie seine Darkness-Fähigkeiten einsetzen kann, muss er sämtliche Lichtquellen zerstören. Ab und an switcht man in eine Cutscene, in der die nahe Bindung zu seiner verstorbenen Freundin erläutert wird. Dieser Wechsel zwischen actiongeladenen Kämpfen und romantischen bis hin zu traurigen Cutscenes ist ein wenig hart. Bon Appetit. Hi Jackie, erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na, was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir, ich wünschte ich würde. Oh, Scheiße! Jackie, runter! Wie bei vielen Spielen aus dem Ausland stockt auch hier die Lippensynchro ein bisschen. Dafür sind die Synchronsprecherstimmen echt super und passen sich gut den einzelnen Charakteren an. Die Grafik ist, wie man sie von anderen 2K Games Titeln kennt, in einem schönen Comic-Look gestaltet. Leider passt dies gar nicht in die düstere Szenerie des Spiels und wirft somit den Stil des ersten Teils über den Haufen. Die Darkness-Clown sind das wichtigste und innovativste Bestandteil des Spiels. Mit ihnen lassen sich Türen öffnen, Gegenstände werfen und Combo-Angriffe ausführen. Sehr positiv ist auf jeden Fall der am Anfang gezeigte Rückblick vom ersten Teil. Neueinsteiger bekommen somit die Story gut nahegelegt und auch wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, ist das Spielerlebnis voll und ganz genießbar. Um zu einem Fazit zu kommen, The Darkness 2 bringt einen Haufen Spielspaß mit sich. Wenn man mal über die Lippensynchro und über die zu kurze Spielzeit hinwegsieht, dann liefert das Game alles, was man heutzutage im Action-Bereich haben möchte. Actionreiches Gameplay, einen Haufen skillbarer Fertigkeiten, besondere Charaktere und tolle Cutscenes. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen von The Darkness 2 und einen Tipp noch. Bleibt bloß vom Licht weg.